Are you a slave master in search of something new? Are you an enchantress with an ever insufficient magic budget? Are you a misunderstood genius? Sign up with the Dungeons Company. Assemble your ideal team, train your monsters to defend our treasures from ever stupider heroes. Feel free to give us a call by crystal ball at... and become a part of the Legend of Keepers. Moin und willkommen auf Greedy Germans. Heute mit einem Spiel der etwas anderen Art. Legend of Keepers. Einige von euch kennen vielleicht Darkest Dungeon oder früher Dungeon Keeper. Geht so ein bisschen in die Richtung, wir sind die Bösen. Und wir passen auf unsere Dungeons auf. Es werden Helden versuchen, unsere Dungeons zu stürmen. Und wir müssen das verhindern. So, ich muss jetzt selber noch einmal gucken. Machen wir mal auf Spielen. Ich mache mal einen neuen Spielstand. Spielen wir das Tutorial, um uns das Ganze mal ein bisschen näher zu bringen. Congratulations and welcome to the Dungeons Company. As you saw on the job posting, your main task is to protect the treasures we keep in our dungeons. We don't have much time to spend training you, so please keep up. Glückwunsch zum neuen Job und willkommen bei der Dungeons Company. Wie du schon bei der Stellenanzeige gesehen hast, ist deine Hauptaufgabe, die Schätze in unseren Dungeons zu beschützen. Wir haben nicht viel Zeit, dich zu trainieren, also pass bitte genau auf. Heroes keep coming to try and take our treasures. The marketing team has worked hard to promise gold and glory to these idiotic adventurers. We have a little time before they get here, so let's place our traps and our employees to prepare a defense. Helden kommen, um unsere Schätze zu rauben. Unsere Marketingabteilung hat diesen blöden Abenteurern Ruhm und Reichtum versprochen. Wir haben nicht viel Zeit, bevor sie ankommen. Also bereiten wir uns vor, indem wir ein paar Fallen und Personal platzieren. Ich bin gespannt. Was tun wir? Ah, es geht schon gleich wieder los hier. Habe ich eine andere Wahl, als das zu machen? Nein. Ich muss aber auch bestätigen. We always leave an empty room in every dungeon. You can use it to ambush the adventurers with one of your favorite spells. Wir lassen in jedem Dungeon einen Raum frei. Du kannst ihn dazu verwenden, die Abenteurer mit einem deiner Lieblingszauber zu überraschen. Ah, ein bisschen verhexen. Some rooms are dedicated to combat. This is my favorite bit. Make sure you analyze each group of adventurers. Your employees are counting on you to prepare an effective strategy. Pay attention to combatants' attacks and resistances. They are key elements for victory. Manche Räume sind für Kämpfe reserviert. Die mag ich am liebsten. Analysiere jede Abenteurergruppe genau. Deine Angestellten zählen darauf, dass du eine effektive Strategie vorbereitest. Achte auf die Angriffe und Resistenzen von Kämpfern. Sie sind entscheidend für den Sieg. Ei, ei. Ah, okay. Also ich muss jetzt die hier... Ja. Ich muss diese hier jetzt platzieren. Jetzt kann ich mir natürlich die angucken. Was macht der... Ich gehe mal davon aus, dass das hier... Ah, ihr seht es ja, ich kann ja schlechter hinpointen. Aber der greift vorne an. Der greift vorne an, der greift hinten an. Also... Die meisten greifen vorne an. Also stellen wir den nach vorne. So. Dann vorne, hinten. Der greift hinten an. Der lebt ja nicht lange hier. Ego, der kommt. Dahin. Und der kommt da. Versuchen wir es mal so. Ah, komm, get some. Komm, jetzt so. Und zeig mal, was du hast.
Ah ja. Aufgebracht. Jetzt sind sie aufgebracht, meine Lieben. The job also involves bullying these insignificant humans. No reason work can't be fun. You can of course kill them or terrify them so much they'll flee like peasants, as you see fit. Don't forget that in battles, the fastest combatants act first. Also, dein Job beinhaltet auch das Drangsalieren dieser unbedeutenden Menschen, aber es soll schließlich Spaß machen. Du kannst sie natürlich auch töten oder so sehr terrorisieren, dass sie wie Bauerntrampel fliehen. Du hast die Wahl. Vergiss nicht, dass im Kampf die schnellsten Einheiten zuerst zum Zug kommen. Okay, dann mal los. Okay, der war schneller. Okay, wir sind alle schnell. Warte, ihr seid langsam. Gehen wir mit der Moral. Die hat richtig viel Moral. Okay, hauen wir erstmal seine Moral runter, wa? Wobei, so, ich kann gar nicht anders. Ich muss das machen, was die mir hier sagen. Ah, das ist Tutorial. Okay. Kann ich nicht auch. Und ich überlege mir hier eine Strategie und dabei machen die alles von alleine hier im Tutorial. Schweinehunde. Weggeknutscht. Das mochte er anscheinend. Nein! Who dares disturb my slumber? Jetzt gibt's auf den Sack. Komm her! Komm her! Hab ich jetzt gesehen. Jetzt kann ich was aussuchen, okay. Jetzt. Zu tun. Dafür, dass sie meine Untertanen getreten haben. Bin gleich vergiftet. Das soll. Ins Gesicht. Achso. You did it! I knew from the start that you had potential. Know that here in Dungeons Company, we reward talent and value ambition. Shoot for the moon! And so, your training ends. I'll see you again next year for your annual evaluation. If you do a good job in protecting our treasures, you'll get the promotion you deserve. Also, du hast es geschafft. Ich habe sofort gewusst, dass Potenzial in dir schlummert. Wir von der Dungeons Company belohnen Talent und schätzen Ehrgeiz bei unseren Angestellten. Greife nach den Sternen. Hiermit endet deine Einweisung. Wir sehen uns nächstes Jahr bei der jährlichen Leistungsbewertung wieder. Wenn du deinen Job gut machst und die Schätze verteidigst, winkt schon bald eine Beförderung. Oh ja, das hört sich doch gut an. Torture, it's a passion. Oh, torture, it's a passion. Was kann ich hier jetzt... Kann ich irgendwo noch die... Ah, genau. Und da wären wir. Was sagt ihr? Das ist jetzt die Frage. Wie gefällt euch das Spiel bisher?
es ist ansehnlich. Sollen wir es auf unserem Kanal bringen? Welchen Schwierigkeitsgrad würdet ihr gerne sehen? Leicht, normal oder schwer? Ich freue mich, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Konsti von den Greedy Germans.